Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Sie folgten einem weißen Vogel, der sie plötzlich zu einem Haus aus Lebkuchen führte. »Warte mal, Gretel. Wir gehen schon seit Stunden durch den Wald. Ich bin so erschöpft und habe einen Riesenhunger.« »Ich auch. Aber schau mal, ich sehe ein Haus da drüben. Das Vögelchen hat sich auf seinem Dach gesetzt. Lass uns schnell dorthin laufen.« »Oh, ein Pfefferkuchenhaus. Und seine Fenster sind aus Zucker. Unglaublich. Hänsel, ich will das ganze Haus essen. Einen so großen Hunger habe ich.« »Moment mal. Ich esse das Dach, die Wände und die Fenster. Und du, Gretel, du kannst den grünen Apfel an der Tür essen. Das reicht dir.« »Du spinnst doch. Wie unrecht bist du. Ich will auch am Lebkuchenhaus knabbern. Ich will kein Obst essen, sondern etwas Süßes.« So begannen beide hungrigen Kinder am Lebkuchenhaus zu knabbern, als eine feine Stimme erklang. »Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert an meinem Häuschen?« »Der Wind, das himmlische Kind!«